Salli und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute fange ich an mit einer etwas längeren Videoreihe. Und zwar, das Thema der Videoreihe wird sein EDM Song Production für Anfänger. Ich werde in der Videoreihe einen kompletten Song produzieren von A bis Z und euch Schritt für Schritt durch den Prozess führen. Dabei werde ich euch zeigen, wie ich den Song produziere, also wie ich an das Ganze herangehe. Es gibt natürlich auch andere Mittel und Wege, wie man einen elektronischen Song produziert, aber da ist jeder eigen und jeder hat halt auch seine eigenen Arten, wie er an die Songproduktion rangeht. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich das Ganze mache, wie ich Schritt für Schritt einen Song produziere, und hoffentlich könnt ihr dabei wirklich auch noch was rausziehen, ein paar Tipps mitnehmen, wie ihr dann einen Song produziert, beziehungsweise Tipps, die ihr dann anwenden könnt auf eure Musik, dass ihr sie wirklich dann auf ein neues Niveau hochbringen könnt. Also freue ich mich, wenn ihr mich begleitet auf dieser Videoreihe und einfach auch während der Videoreihe selber einen Song produziert, selber euch challenged und einfach mitmacht. Ich habe jetzt hier schon Logic aufgemacht. Logic ist die DAW, mit der ich arbeiten werde. Ich werde ziemlich viel mit Stock und Free Plugins arbeiten. Das heißt, wenn ihr eine andere DAW als Logic verwendet, ist das überhaupt nicht schlimm, weil in so gut wie jeder DAW habt ihr wirklich gute Stock Plugins integriert. Das auch mir sehr wichtig, weil ich das nicht oft genug sagen kann, dass man mit Stock-Plugins wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Ein weiterer Punkt, der wichtig zu wissen ist, was braucht ihr eigentlich für diesen Kurs, für diese Videoreihe? Und zwar eigentlich ist es ganz einfach. Ihr braucht eine DAW, die habt ihr in den meisten Fällen schon, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Es wäre nicht verkehrt, ein paar Kopfhörer zu haben. Ein paar Studio-Kopfhörer wäre schon nicht schlecht. Ihr braucht keine Studiomonitore, so wie ich sie im Studio stehen habe, weil gerade am Anfang habt ihr nicht so einen akustisch bearbeiteten Raum, und da macht es eigentlich mehr Sinn, mit Kopfhörern zu arbeiten, weil ihr da für wenig Geld schon sehr gute Kopfhörer bekommt. So viel dazu. Jetzt habe ich, glaube ich, fürs Erste genug gelabert und dann machen wir uns mal ans Eingemachte. Ich habe jetzt Logic schon offen und das Erste, was ich eigentlich immer mache, ist gucken, habe ich eine Songidee auf dem Handy, die ich irgendwann mal aufgenommen habe. Also wenn ich eine Session anfange und ich fange einen neuen Song an, dann ist das Erste, was ich raushol, mein good old trusty Handy, mein Smartphone. Das habe ich ja auch schon in dem Video erwähnt gehabt, dass ich dann gucke, habe ich eine Aufnahme von der Melodie oder einem Akkord oder irgendwas, was ich mal aufgenommen habe und vielleicht jetzt vergessen habe. Und so hat man dann schon mal einen ersten Starterpunkt, wo man beginnen kann. Ich fange diesmal bei Null an, weil ich euch auch wirklich zeigen will, wie ich anfange, wenn ich gar keine Idee habe und von Null anfangen muss. Dafür habe ich hier unten mein Mini-Keyboard und auf dem werde ich dann quasi die Melodien und die ganzen Sachen einspielen. Das hört man jetzt ja auch, dass ich da ein bisschen klimpern kann. Bei Logic, wenn man ein neues Projekt aufmacht, kann man direkt schon, dann kommt der Bildschirm hier, wo man einen Spurtyp auswählen kann. Normalerweise nehme ich da immer ein Software-Instrument, weil das für mich einfach am einfachsten ist und ich gerade in elektronischer Musik weniger mit Audiospuren und Audioinstrumenten arbeite, sondern mehr mit MIDI bzw. virtuellen Instrumenten. Also habe ich jetzt hier den Quicksampler. Den werde ich aber jetzt relativ schnell austauschen gegen ein anderes Instrument. Und zwar fange ich eigentlich ganz gern an mit den Akkorden. Und da würde ich mir jetzt ein Vintage Electric Piano zur Hilfe holen. Und ich habe da auch schon ein sehr gutes Preset, was mir immer ganz gut gefällt. Ich muss jetzt nur gucken, welches ist. War es jetzt das oder das? Das war es definitiv nicht. Das wird es dann gewesen sein. So, jetzt habe ich schon mal ein erstes Instrument, auf dem ich mir quasi einen Akkord einspielen kann. Und natürlich nicht zu vergessen ist hier oben
die Zeile mit den ganzen Tempoeinstellungen und dergleichen, die belasse ich in den meisten Fällen so, wie sie ist. Also ich habe sie mir so eingestellt. Ich könnte sie jetzt hier nochmal nachbearbeiten, aber ich brauche eigentlich in den meisten Fällen nur das Tempo. Da werde ich jetzt auf 128 BPM gehen und halt die Zeit, weil das ist natürlich wichtig. Und CPU ist eigentlich auch nie verkehrt, die sich anzeigen zu lassen, weil dann weißt du auch wirklich, wie viel CPU-Auslastung brauchst du denn gerade. Da muss man gerade bei PCs, die nicht so leistungsstark sind, ein bisschen drauf aufpassen, aber in den meisten Fällen kommt ihr eigentlich gerade am Anfang mit dem Laptop oder dem PC, den ihr zu Hause stehen habt, wirklich auch gut aus. Das habe ich jetzt und dann kann ich hier jetzt schon mal ein bisschen rumspielen und gucken, ob mir da eine Melodie oder ein Akkord oder was einfällt. Das mache ich jetzt gerade mal. Dafür lube ich mir hier 8 Bars, also 8 Takte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ihr seht schon, das sind 8 Takte. Ein Hauptstrich hier ist immer ein Takt. Und das heißt, dass hier geloopte von mir sind 8 Bars. Also Bars, wie man im Englischen sagt, 8 Bar. Und das ist auch das Erste, was ich jetzt machen werde. Ich werde in Grundzügen werde ich ein 8 Bar Loop schreiben. Also fangen wir jetzt mal an mit den Akkorden, bevor ich noch zu viel rede, fange ich da jetzt mal an, was zu schreiben. Die Noten, die gefallen mir eigentlich echt noch gut. Ich quantisiere die mal, indem ich den Q-Knopf drücke. Als ersten Akkord gefällt mir das eigentlich ziemlich gut. Und meistens stelle ich hier auch schon auf Velocity-Werkzeug in den Einstellungen hier unten, sodass ich dann nur noch Command drücken muss. Und dann kann ich hier die Velocity von der einzelnen Note einstellen. Will da ein bisschen runter, ein bisschen softer gespielt werden soll das. Dann bearbeite ich noch die einzelnen Noten. Ein bisschen unterschiedlich, weil ich will nicht, dass bei, wenn ich hier was per MIDI einspiele, dass es dann die gleiche Velocity hat. Also der Anschlag soll nicht gleich sein, damit es einfach ein bisschen natürlicher klingt, wie wenn ich es selber eingespielt hätte. Was ich ja in meinem Fall auch gemacht habe, aber wenn ich es auf die gleiche Velocity alles setze, dann hört sich das vielleicht ein bisschen künstlich an manchmal. Und ich finde es eigentlich so ein bisschen natürlicher und schöner. Dann wird es natürlich jetzt noch an den Anfang geschoben. So, jetzt ist die Frage, wie lang will ich das? Okay, vielleicht, wenn ich das so lang mache. Dann kopiere ich das gerade. Komm, jetzt kopiere ich das gerade mal rüber. Ähm.
Machen wir es mal so. Wie ich ja schon in dem vorherigen Tutorial gesagt habe, wo es um das Thema Akkorde ging, in den meisten Fällen mache ich es so, dass ich wirklich anhand von der Top-Melodie den Akkord schreibe, weil das auch so ein bisschen maßgebend für die Melodie ist. Und später dann kümmere ich mich um die unteren Noten, ob die so passen, beziehungsweise ich passe die dann dementsprechend an. Ihr seht auch schon, ich habe 4 Noten genommen und kein 3 Noten, also beziehungsweise der obere, der mal da sind, dann sind es 5, ja. Aber normalerweise schaffe ich eigentlich mit 4 Akkorden, weil ich das eigentlich schön finde, dass man da wirklich dann auch 4 Noten hat und auch ein bisschen weiter unten einen Klang hat, ein bisschen einen tieferen. Ob man den jetzt in dem Instrument verwendet oder dann später einfach als Bassmelodie, das bleibt einem dann selber überlassen. Aber ich schaue einfach, dass ich das so ein bisschen, schon mal eine gute Grundbasis schaffe. Dann schreiben wir mal den Akkord weiter. Den würde ich vielleicht sogar kürzer setzen und wieder runtersetzen. Vielleicht mache ich das auch doch anders, dass ich den vielleicht ein bisschen verlängere. Dun, dun, dass ich das so mache. Das klingt wirklich gut, muss ich sagen. Den habe ich jetzt rüberkopiert, indem ich Alt gedrückt gehalten habe. Und wenn ich jetzt die T-Taste drücke, dann komme ich hier nochmal in die ganzen Bearbeitungswerkzeuge und nehme dann hier das Werkzeug Verbinden. Und wenn ich dann beides markiert habe, kann ich das hier so zusammenkleben. Und mit T und nochmal T komme ich da wieder raus. Und dann habe ich quasi jetzt meine 8 Bars. Mein 8 Bar Loop, den ich schon mal anfange zu schreiben. Wobei ich im hinteren Teil der Akkorde ein bisschen noch eine Variation reinbringe. Da muss ich jetzt gerade mal gucken, wie ich das am besten anpasse. So klingt das eigentlich gar nicht so schlecht. Da hat man eine kleine Variation hinten drin, dass es ein bisschen dann noch hoch geht. Und die Überleitung vom Ende hier zum Anfang ist eigentlich auch sehr schön, wenn ihr mal darauf achtet. Das ist auch immer wichtig, dass man schaut, dass das hintere Ende eines Akkordes wirklich dann auch passt mit dem Anfang des Akkordes, weil man will das ja dann loopen und wenn das nicht passen würde oder irgendwie schräg klingt, dann wäre das auch nicht gut.
Ich könnte jetzt hingehen und sagen, okay, der Akkord ist mir noch etwas zu hoch. Ich will ein paar mehr tiefere Noten mit drin. Dann könnte ich jetzt auch hingehen und sagen, okay, ich nehme den hier und ziehe ihn runter und könnte so noch ein bisschen Variation reinbringen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich nur die zwei hohen Noten haben will und statt dem hier das hier und der untere Teil aber gleich, das kann man auch immer sehr schön machen. Jetzt habe ich meine Akkordfolge geschrieben. Macht euch da keinen Kopf, wenn es bei euch etwas länger dauert. Ich habe da einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung und höre dann einfach hin bei den Noten, indem ich halt hier so draufklicke und dann weiß ich halt, okay, das könnte passen, das klingt harmonisch, das klingt weniger harmonisch. Wenn ihr da nicht so den Kopf für habt und sagt, hey, ich bin da absolut überfordert, dann guckt euch auf jeden Fall mal ein kurzes Video zu Dur- und Moll-Akkorden an. Da habe ich ein kleines Short gemacht, wo das erklärt wird, was ein Dur- und was ein Moll-Akkord ist. Natürlich mit drei Noten, aber das Ganze kann man dann auch ziemlich einfach übertragen auf vier Noten, beziehungsweise respektive, bei mir sind es ja fünf Noten. Also macht euch da keinen Kopf, wenn es am Anfang bei euch ein bisschen länger dauert. Das ist absolut in Ordnung. Und bei mir hat es anfangs auch echt länger gedauert, bis ich überhaupt eine richtige Akkordfolge hatte, die mir auch dann, wo ich gesagt habe, ja, damit bin ich zufrieden. Diese Akkordfolge kann ich jetzt weiter ausbauen. Also ich finde sie wirklich sehr gut. Und da werde ich jetzt weitere Elemente drum herum basteln, um diesen 8-Bar-Loop. Am Anfang ist es nämlich tatsächlich so, dass ich ein 8-Bar-Loop bastle, um mir quasi die Grundstruktur meines Songs schon mal zu bauen, beziehungsweise diese Song-Idee, die ich jetzt habe, weiter auszubauen, um zu gucken, taugt die Idee überhaupt was? Ist die Idee gut oder ist die Idee überhaupt nicht gut? Wenn ich nämlich nach dem 8-Bar-Loop dann merke, hey, die Idee ist überhaupt nicht gut, dann lohnt es sich nicht, das weiter zu verfolgen und dann kann ich den 8-Bar-Loop wirklich in die Tonne treten. Wenn ich aber merke, wow, der ist übergut, der 8-Bar-Loop, dann lohnt es sich auch hinterher weiterzuarbeiten. Und dann hat man keine verlorene Zeit, indem man dann wirklich an dem Song schon 10 Jahre gearbeitet hat. Nee, man hat dann richtig quick und dirty diesen 8-Bar-Loop quasi hergestellt. Und mit diesem 8-Bar-Loop hat man dann wirklich schon ein Gefühl für den Song, ob der gut ist oder ob er einem nicht so gefällt. So, jetzt machen wir weiter, indem ich weitere Elemente hinzufüge. Ich finde es eigentlich wirklich gut, das E-Piano. Das ist sehr, sehr passend. Sehr getragen, sehr langsam, aber trotzdem finde ich es passend. Das werde ich jetzt duplizieren. Und dann machen wir mit dem nächsten Element weiter, was man im Verse eigentlich auch immer hat. Und zwar ist das der Bass. Den kann ich eigentlich auch hier mit dem Monophonic Synth kreieren. Muss ich jetzt gerade mal gucken. Nee, damit jetzt vielleicht weniger. Da habe ich ein paar mehr Einstellungen, die ich machen kann. Das hört sich doch gut an. Für den Bass kopiere ich mir jetzt hier meine Akkorde runter und in den meisten Fällen nehme ich wirklich die tiefste Note hier als meine Bassnote. Hier weiß ich, dass dieselbe verwendet wird, also kann ich die verlängern und der Bass, wenn man ihn jetzt spielen lässt, würde so klingen. Was ich natürlich ganz vergessen habe, unter meinen Utility-Sachen
Span. Span verwende ich so gut wie immer, wenn ich einen Song produziere. Ich habe es eigentlich immer auf der Seite, um zu gucken, wie ist denn das Frequenzspektrum aufgebaut. Ihr seht schon, 80 bis 100 Hertz, das ist wirklich gut. Ich könnte jetzt eins tiefer gehen. Das wäre dann quasi der Sub-Bass-Bereich. Der gefällt mir eigentlich auch richtig gut und ich glaube, ich werde erstmal mit dem Sub-Bass bleiben. Was ich auch noch machen werde, auf jeden Fall, ist konstant, während ich den 8-Bar-Loop erstelle, die Lautstärken der einzelnen Elemente anzupassen und wirklich zu schauen, dass ich nicht zu laut bin auf dem Master-Output. Ich lasse mir quasi schon von vornherein ein bisschen Headroom, weil der quasi dann fürs Mixing beziehungsweise hauptsächlich fürs Mastering auch gebraucht wird. Und Headroom ist deshalb wichtig, weil man will nicht, dass das Signal hier schon bei 0,0 Dezibel am Anschlag ist, weil der Mastering-Ingenieur oder auch wenn man selber das Mastering macht, braucht man ein bisschen Headroom, um ein bisschen, wie soll ich sagen, Platz zu haben, um den Song auch lauter machen zu können. Wenn der schon auf 0,0 Dezibel ist, dann kann man auch mit dem Mastering nicht mehr viel Lautstärke draufgeben. Wenn man aber den Song nicht auf 0,0 hat, sondern auf minus 3, minus 6, minus 7 Dezibel, dann hat man da wirklich diese 7 Dezibel beispielhaft als Headroom. Das heißt, der Mastering-Engineer kann dann viel besser den Song mastern und auch wirklich dann Lautstärke noch oben drauf geben. Also lasse ich mir da immer ein bisschen Headroom und bearbeite das immer so, ich sag mal, während dem Produzieren, dass ich einfach während dem Songwriting schon ein bisschen die Lautstärken anpasse, weil dann habe ich hinterher im Mixing und auch beim Gain-Staging ein bisschen weniger, was ich machen muss. Das heißt, ich gebe hier mein Good Old Trusty Gain Plugin oben drauf. Das mache ich eigentlich bei jedem Track, dass ich ein Gain Plugin oben drauf gebe und einfach die Lautstärke schon mal ein bisschen runtersetze. Ich mache jetzt mal 4 Dezibel bei beidem. Das würde dann so klingen. Und ihr seht schon, ich bin hier bei minus 20, was ein ganz guter Wert ist, aber da kommen noch ein paar Elemente oben drauf, das darf man nicht vergessen. Das heißt, da wird dann schon noch ein bisschen Lautstärke oben drauf kommen. Aber so klingt das gut. Jetzt habe ich schon mal einen Bass geschrieben. Das ist das nächste Element, was ich hinzugefügt habe. Und dann machen wir gerade mal weiter. Bei beidem kann ich eigentlich auch schon Simple Side draufwerfen. Simple Side, ein Plugin, was ich auch immer wieder benutze für diesen Pumping-Effekt, diesen Sidechain-Effekt. Wenn ich nämlich nachher die Kickdrum hinzufüge, dann will ich wirklich diesen Pumping-Effekt auf den Elementen haben, zumindest auf den Hauptelementen. Und in meinem Fall ist es so, dass ich dann wirklich gerade beim Bass diesen Pumping-Effekt oben drauf haben will. So, das habe ich jetzt da drauf. Das klingt dann natürlich mit dem Pumping, klingt es natürlich ein bisschen dynamischer. Klingt schon richtig fett, also da bin ich wirklich begeistert von. Das ist ein geiler Track. Das nächste, was ich da oben drauf schreibe, ist eine Melodie. Die brauche ich natürlich auch, gerade für meinen Track, da ich ohne Vocals arbeiten werde, brauche ich da auch eine Melodie oben drauf im Verse und die werde ich jetzt gerade mal schreiben.
So, da mache ich Simple Side erstmal aus. Minus 6 ist da erstmal gut. Da nehme ich den nicht den ESP, sondern da werde ich ein anderes Plugin verwenden. Und zwar, wo haben wir es denn jetzt? Ich werde mit Vital arbeiten. Vital hat wirklich sehr schöne Presets. Das ist ein Gratis-Plugin, was ihr euch im Internet runterladen könnt. Also das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und damit habe ich schon einige Songs, beziehungsweise einige Sounds habe ich da schon rausgenommen für meine Songs. Ihr seht schon, das ist alles schön strukturiert. Also ihr habt ihr Bass, ihr habt ihr Experiment, Keys, Leads, Pads, Sequence und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch da wirklich austoben und wirklich was raussuchen. Und eine Sache, die mir da eigentlich ziemlich gut gefällt, sind die Keys, weil da sind viele Sachen dabei, wo man eine Melodie draus basteln kann. Ich guck gerade mal, was ich so finde, was mir denn gefällt. Da kann ich eigentlich auf minus 10 gehen. Das nehme ich jetzt gerade mal schön auf. Quantisiere ich geschwind. So, dann gucken wir mal. Falsch, der kommt hier. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, da, dum. Guck mal. Thank you.
Die Rhythmik passt hier nicht so ganz, finde ich. Muss ich mal gucken, wenn ich den nach hinten schiebe, ob es dann besser klingen würde. Ich loop das mal, mal gucken, ob das so passen würde. Ich finde es von der Melodie her gut, aber der Sound selber gefällt mir nicht so ganz auf dem Song jetzt. Mal gucken, was ich da noch so zur Auswahl habe. Ich kann die Noten eine Oktave runter und hoch transponieren, indem ich Shift und Alt gedrückt halte und dann mit den Pfeiltasten hoch und runter gehe. Schwierig, schwierig. Da war jetzt nichts dabei, was mich so gefesselt hat. Ich muss weiterschauen und werde euch dabei auch gleich das nächste Plugin zeigen, was ich auch regelmäßiger verwende, und zwar ist es Surge XT. Das ist auch ein Gratis-Synthesizer, sogar Open Source. Das heißt, der Code ist available und ihr seht schon, da gibt es sehr, sehr viele Presets. Und gerade im Bereich Elektro bzw. Techno sind da einige geile Presets mit dabei. Also kann ich sehr empfehlen, dass ihr euch den Synthesizer mal runterladet und einfach guckt, ob ihr da was Passendes findet. Das Ganze ist hier auch nochmal sortiert nach Leads zum Beispiel, nach Pads, nach Plugs, nach Percussions. Und ich werde jetzt mal hier durch die Plugs gehen. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht, der Sound. Ich schau mal, wie es klingt, wenn ich da wirklich auch mal noch einen Reverb drauf hau. Ich nehme jetzt hier mal einen Chroma-Verb. Den benutze ich eigentlich ziemlich, ziemlich gern. Der ist bei Logic auch mit drin und der hat wirklich gute Presets.
Nicht so ganz. Vielleicht finde ich im Valhalla was. Der Valhalla Supermassive hat eigentlich auch ziemlich gute Presets und auch ein Gratis-Plugin, was man im Internet runterladen kann. Da sind wirklich auch sehr gute Reverbs dabei. Klingt gar nicht so schlecht. Vielleicht tausche ich den Sound später nochmal aus. Ist jetzt für den Anfang gar nicht so wichtig, dass ich den perfekten Sound habe, den ich am Ende verwenden will, sondern ich will eigentlich so schnell wie möglich den 8-Bar-Loop voranbringen, um wirklich ein Gefühl für den Song zu kriegen. Das nächste, was ich hinzufügen werde, ist ein Bass, beziehungsweise eine Kickdrum, genauer gesagt. Da werde ich auch schon mal eine Audiospur erstellen, Mono, und ich weiß jetzt schon, wobei, das gucke ich mal, ob ich das noch brauche. Dann gehe ich in meine ganzen Samples rein und in das Sample Pack. Da habe ich eine Kickdrum. Während dieser Videoreihe werde ich euch ein kleines Sample-Pack zur Verfügung stellen, das ihr für eure Songs auch verwenden könnt. Also ich will euch auch wirklich dazu ermutigen, das Sample-Pack zu verwenden, weil das sind einfach so ein paar grundlegende Sounds mit dabei, die ihr für eure Songs benötigt oder benötigen könntet. Und zum Beispiel die Kickdrum, die ich jetzt hier reinkopiert habe. Und da könnt ihr einfach mal mit rumspielen und selber was ausprobieren. Die Kickdrum, die muss ich jetzt noch ein bisschen bearbeiten, weil ich die natürlich noch zurechtstutzen muss. Und dann werde ich hier in der Bearbeitung in das Fader-Werkzeug und mache einen kleinen Fade, indem ich Command gedrückt halte. Komme ich dann hier in das Fader-Werkzeug rein und kann hier so einen kleinen Fade-In machen, dass es etwas sauberer klingt. So. Und dann wird das Ganze kopiert. Und ich brauche es natürlich im Viervierteltakt, also haben wir es dann so. Moment, Viervierteltakt habe ich gesagt. Also muss ich nochmal kopieren. Zwei Dezibel draufgepackt und dann habe ich da schon mal einen Rhythmus. Da kommt auch ein bisschen Simple Side drauf. Klingt schon wirklich gut, also ich bin echt überzeugt davon. Als nächstes hätte ich gerne im Hintergrund noch einen weiteren Synthesizer, aber ein bisschen was Arpeggio-mäßiges. Das würde ich jetzt noch abschließend gerne hinzufügen, als allerletzten Punkt. Den Arp, den findet ihr hier, den Arpeggiator, wenn ich ihn hier unter MIDI-FX auswähle, dann habt ihr hier den Arpeggiator und wenn ich dann spiele, dann hört ihr, dass da auch ein Arpeggio gespielt wird. Zum Beispiel. Klingt in vielen Fällen gar nicht so schlecht. Da muss ich einfach mal ein bisschen rumprobieren, was ich da auch für Instrumente habe, die dazu passen können. Dazu gehe ich jetzt gerade mal noch in Search XT. Und wenn ich den Arpeggio jetzt einfach so mal laufen lasse,
wie er jetzt gerade läuft. Ich kann ihn hier natürlich noch mal ein bisschen anpassen. Ich könnte auch hier ein Grid machen statt live. Aber ich lasse es mal so, wie es ist und gucke einfach mal, ob ich überhaupt ein Element finde, was reinpassen würde. Da muss ich natürlich mit der Lautstärke auch noch ein bisschen runtergehen. Und was ich ganz gerne mache, schon relativ am Anfang, ich brauche ja öfters Reverb. Und beim Reverb ist immer so eine Sache, es ist sehr von Vorteil, wenn ihr bei den Elementen, Synthesizern, Instrumenten, egal was ihr habt, ähnliche Reverbs verwendet, damit es einfach auch vom Raumklang her aus, wie aus einem Guss klingt. Das heißt, ich werde jetzt hier hingehen und den Valhalla Reverb, den ich hier habe, auf einen Bass rüberziehen, beziehungsweise auf einen Send-Bass. Ich gehe hier auf Send und dann auf Bass und dann mache ich hier den Bass 20, den nenne ich mal Reverb Synth. Und dann ziehe ich mir hier den Valhalla oben drauf und dann habe ich den da auch schon. Ich muss natürlich, wenn ich den Pumping-Effekt auf dem Valhalla dann haben will, muss ich natürlich Simple Side auch rüberziehen, wenn das denn mein Wunsch ist. Fürs Erste noch nicht. Und dann kann ich hier auswählen, wie viel von dem Audiosignal will ich denn haben, wobei ich auf der Bassspur meistens den Reverb auf 100% setze und dann hier rein deile, wie viel Reverb ich überhaupt haben will. Das mache ich mal kurz. So, da habe ich jetzt den Reverb angepasst und jetzt kann ich ihn nämlich hier auch verwenden, wenn ich auf Bass gehe und Bass 20 habe ich hier den Reverb und den kann ich auch schon auswählen. Der Arpeggio passt so nicht so ganz. Thank you.
Klingt gar nicht so schlecht. Da muss ich mal noch gucken, wenn ich jetzt hier aufs Band gucke, wie denn da das Frequenzspektrum aussieht. Was ich natürlich machen könnte, wäre, dass ich da ein bisschen mehr Weite reinbringe in den ganzen Track. Das Frequenzspektrum selber schaue ich in einer späteren Episode an, aber ich kann schon mal ein bisschen das Ganze auseinanderklamüsern, indem ich beispielsweise sage, diesen Arpeggio, den ich hier habe, den dupliziere ich. Kopieren einmal runter und dann könnte ich den einen nach rechts, den anderen ganz nach links pennen, dass ich die wirklich auf den Seiten habe, nicht in der Mitte, und dass quasi das E-Piano in der Mitte ist, in der Mitte vom Sound, also ziemlich im Mono-Bereich, und dann dafür die zwei anderen Synthesizer relativ weit nach rechts und links gepennt. Das würde dann so klingen. Klingt schon mal für den Anfang gut. Die Melodie werde ich nochmal austauschen müssen, aber ich glaube, für den Anfang ist es ein wirklich guter Start. Was haben wir in der ersten Episode heute eigentlich gemacht? Wir haben den 8-Bar-Loop geschrieben. Den habe ich wirklich auch jetzt in einem Stück geschrieben. Also der ist natürlich noch lange nicht fertig, der 8-Bar-Loop, aber es ist ein erster Draft, um einem selber zu zeigen, die Songidee, an der man gerade arbeitet, taugt die was, ist die gut, gefällt die mir oder gefällt die mir nicht. Deshalb ging die heutige Episode auch etwas länger, ich habe ziemlich viel auch geredet, weil ich einfach diesen Flow, diesen kreativen Flow ausnutzen wollte und wirklich dabei bleiben wollte und dieses grundlegende Gerüst schon mal erarbeiten wollte. Ich gebe euch nämlich jetzt eine kleine Hausaufgabe, die ihr dann bis zur nächsten Episode erledigen sollt. Und zwar, wenn ihr hier eure Melodie, eure Akkorde oder was auch immer ihr in eurem 8-Bar-Loop drin habt, das muss auch nicht der Verse sein, sondern das kann auch der Drop-Teil sein. Das müsst ihr einfach selber entscheiden, was ihr da schreiben wollt. Aber wenn ihr das geschrieben habt, legt es beiseite und wiederholt das Ganze zweimal. Also schaut, dass ihr insgesamt drei solcher initialen Ideen habt, drei Stück. Das hat nämlich einen Grund, den ich euch in der nächsten Episode verraten werde. Die drei 8-Bar-Loops, die kommen dann in der nächsten Episode zu tragen, wenn wir den 8-Bar-Loop weiter ausbauen. Also seid gespannt, wie es nächste Woche weitergeht in meiner Videoreihe, und ich hoffe, ihr seid bisher schon gehypt auf den Song. Also ich muss sagen, die Grundidee, die ich da habe, die ist wirklich gut. Damit lässt sich wirklich was erarbeiten. Und ich bin gespannt, wie ich dann das letztendlich abschließende, wie der abschließende Song dann am Ende klingt. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Episode und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.